Liebe Einwohnerinnen und Einwohner Liechtensteins, geschätzte Medienvertreter hier im Fürst-Johannes-Saal, ich begrüße Sie heute gemeinsam mit Gesundheitsminister Mauro Petrazzini und Kulturministerin Katrin Eckenberger zu dieser Medienkonferenz. Seit der letzten Medienkonferenz der Regierung am 13. Mai sind nunmehr 2,5 Wochen vergangen. Und in der Zwischenzeit hat sich einiges getan. Vorab etwas sehr Erfreuliches. Die letzten laborbestätigte Erkrankung vom 24.04. liegt mehr als einen Monat zurück. Die Schritte der Lockerungen im 3-Wochen-Takt haben sich bisher bewährt und erlauben uns, weitere Schritte in die Normalität zu setzen. An dieser Stelle möchte ich mich im Namen der Regierung bei allen Einwohnerinnen und Einwohnern ganz herzlich bedanken für das Verständnis und die Geduld, für ihre Disziplin und ihre notwendigen Verzicht, aber vor allem auch für die Solidarität und die Verbreitung von Zuversicht und Optimismus auch in schwierigen Zeiten. Wir haben vor ein paar Tagen wiederum den liechtensteinischen Weg beschritten, indem wir das Versammlungsverbot aufgehoben und in ein Abstandsgebot umgewandelt haben. Auf die weiteren Lockerungen, die ab dem 6. Juni gelten werden, gehen wir nachfolgend ein. Im Wesentlichen können alle öffentlichen und privaten Veranstaltungen mit bis zu 300 Personen wieder durchgeführt werden. Zudem können alle Unterhaltungs- und Freizeitbetriebe ab dem 6. Juni wieder öffnen. Die Regierung setzt dabei erneut auf die Einhaltung von Schutzkonzepten sowie die Eigenverantwortung der Einwohnerinnen und Einwohner. Mit all diesen heute zu kommunizierenden Lockerungen oder besser gesagt, durch diese schrittweise Normalisierung kommt Veranstaltern und Betreibern wiederum eine große Verantwortung zu. Gleichzeitig sind weiterhin alle gefordert, den gesunden Menschenverstand walten zu lassen und die Hygiene- und Distanzempfehlungen, wo immer möglich, einzuhalten. Ich möchte nun dem Gesundheitsminister Mauro Petrazzini übergeben. Ja, vielen Dank. Auch von meiner Seite möchte ich Sie herzlich begrüßen heute zu dieser Medienorientierung. Wie immer werde ich ein paar Zahlen und Fakten Ihnen vorstellen, um zu erklären, was wir denn gemacht haben und wie die Situation steht. Wir haben in unseren Nachbarstaaten einen ziemlich milden Infektionsverlauf. Wir sehen aber, es gibt jeden Tag immer noch ein paar Infektionen, die nachgewiesen werden. Im Schnitt der letzten 10 Tage waren das in Österreich ungefähr etwas zwischen 30 und 40 und in der Schweiz knapp 20. Also das Infektionsgeschehen in unseren Nachbarländern ist stark verlangsamt, aber es ist nicht vollkommen zum Erliegen gekommen. Bei uns hingegen konnten wir seit dem 24. April keinen einzigen neuen Fall mehr registrieren. Wir hatten eine Häufung Mitte, Ende März und seither ist es sehr ruhig geblieben. Also die Maßnahmen in Liechtenstein waren offensichtlich sehr erfolgreich. Wir sind nie in einen exponentiellen Anstieg umgekippt und das ist sehr wichtig. Auch bei den laufenden Erkrankungen, wir können heute davon ausgehen, dass die Personen, die positiv getestet wurden, heute alle gesund sind. Die Aufhebung der Maßnahmen, die haben wir in mehreren Schritten gemacht. Wir haben angefangen am 27. April mit dem Gesundheitswesen, mit den persönlichen Dienstleistungen, mit der Öffnung aller Einkaufsgeschäfte. Knapp 3 Wochen später haben wir dann die Schulen geöffnet, aber auch Gottesdienste, Museen, Archive, Bibliotheken, Sport und die Gastronomie in einem beschränkten Maß mit hohen Auflagen. Am 18. dann kam der Normalbetrieb bei den Schulen und vor dem Auffahrtswochenende haben wir das Abstandsgebot statt dem Versammlungsgebot festgelegt. Und nun ist einige Zeit vergangen. Und wir werden auf den kommenden Samstag, also das gilt nicht ab morgen, sondern das gilt ab Samstag in einer Woche, viele, viele Dinge öffnen. Wir hatten
uns in der Regierung lange beraten, wie wir das machen und genau unter welchen Umständen wir das machen. Und am Schluss haben wir nach dem Motto gehandelt, Pfingster geht's am Ringster. Wir haben sehr viele Dinge gelockert und es ist fast wieder Normalleben in Liechtenstein möglich. Was wahrscheinlich am schwierigsten zu verstehen ist, sind die ganzen Sachen rund um die Veranstaltung. Deshalb hier ein roter Faden. Es gibt öffentliche Veranstaltungen und es gibt private Veranstaltungen. Zwischen den öffentlichen und den privaten gibt es einen großen Unterschied, nämlich die privaten, da weiß man in der Regel, wen man einlädt, bei Geburtstagen, Hochzeiten, Vereinsaktivitäten wie Musikproben oder Chorproben, da weiß man in der Regel, wer da war oder wer kommen wird. Hier muss man Hygienemaßnahmen einhalten. Es ist wichtig, dass man dort alles tut, um in dieser Gesellschaft keine Ansteckungen zu haben, wenn dort sich eine erkrankte Person aufhält. Und natürlich auch zu den Hygienemaßnahmen gehört, dass Personen, die Krankheitszeichen zeigen, also die Symptome zeigen, dass die nicht zu diesen Veranstaltungen gehen oder gegebenenfalls dann eben mehr oder weniger freundlich hinauskomplimentiert werden, weil Personen, die krank sind, sind eben sehr gefährlich an solchen Veranstaltungen. Davon zu unterscheiden sind öffentliche Veranstaltungen, also wo jeder hingehen kann, ohne besondere Formalitäten, also Konzerte, Theater, Kino, Vorträge, öffentliche Feiern. Dort haben wir die Anzahl der maximal anwesenden Personen auf 300 beschränkt. Die 300er-Grenze gilt auch für private Veranstaltungen, aber die wird dort wahrscheinlich nur sehr wenig zum Tragen kommen. Wir schreiben ein Schutzkonzept vor für öffentliche Veranstaltungen. Das ist sehr wichtig. Jede öffentliche Veranstaltung, jedes Haus, das Konzerte, Theater, Kino, Vorführungen macht, muss ein Schutzkonzept haben und eben auch eine verantwortliche Person, die sich darum kümmert, dieses Schutzkonzept durchzusetzen. Mit dieser Aufhebung des Veranstaltungsverbots haben wir wahrscheinlich eine der Maßnahmen aufgehoben, die am meisten zu Diskussionen Anlass gab in den letzten Wochen. Wir haben unzählige Anfragen bekommen in den letzten Wochen, ob dieses oder jenes wieder möglich sei. Und ich denke, mit dem heutigen Regierungsbeschluss haben wir hier für sehr viel Erleichterung gesorgt, möchten aber mahnen, dass man überall sehr vorsichtig ist. Ich habe die Schutzkonzepte erwähnt, die sind die tragende Säule aller Veranstaltungen und eben aber auch der Verkaufsgeschäfte, der Gastronomie etc. Um was geht es bei Schutzkonzepten? Es geht um Händehygiene, es geht darum, die Distanz einzuhalten, Maßnahmen zu treffen, wenn es unvermeidbar ist, dass man die Distanz nicht einhalten kann, Reinigungsintervalle, der Umgang mit besonders gefährdeten Personen, wie geht man mit Erkrankten um, besondere Situationen bei der Arbeit, zum Beispiel wenn eine Montage im Haushalt des Kunden stattfinden muss. Es geht darum, dass man die Personen, die teilnehmen oder die irgendwo in einer Firma angestellt sind, informiert, ebenso die Kunden. Und es geht auch um Management, da geht es darum, dass man genügend Schutzmaterial vorrätig hat und genügend Desinfektionsmaterial beispielsweise. Sehr wichtig, und das ist ein Aspekt, auf den die Regierung in großem Maße setzt, ist der gesunde Menschenverstand. Wir müssen uns darüber im Klaren sein. Wir haben es immer noch mit einer Krankheit zu tun, gegen die es keine spezifische Therapie gibt und es gibt immer noch keine Impfung. Die Medizin lernt zwar langsam etwas besser umzugehen mit dieser Krankheit, aber es gibt noch keine spezifische Therapie. Wir wissen, dass größere Veranstaltungen und ein Partyverhalten, zum Beispiel wie es im Après-Ski vorkam, Herde von Ausbrüchen waren. Wir müssen deshalb Situationen mit erhöhter Ansteckungsgefahr vermeiden und den Verstand einsetzen bei allem, was wir tun. Beispielsweise dreht sich dem Gesundheitsminister der Magen um, wenn ich höre, dass Mundkommunion in den Kirchen gemacht wird. Das ist unverantwortlich. Wir müssen bei den Risikogruppen besondere Vorsicht walten lassen. Gerade bei diesem Beispiel in der Kirche halten sich oft ältere Personen auf. Die gehören klar zur Risikogruppe. Wir müssen sicherstellen, dass Personen, die der Risikogruppe angehören, gefahrlos einkaufen können und gefahrlos den Verrichtungen des täglichen Lebens nachgehen können.
Es wird aber Situationen geben wie in Diskotheken, wo wir doch ein größeres Risiko eingehen. Und dort liegt es eben auch in der Eigenverantwortung der Risiko der Personen in den Risikogruppen, dass sie eben solche Situationen möglichst meiden. Auch bei Reisen, die mutmaßlich ab dem 15. Juni wieder möglich werden, zumindest in Europa, ist besondere Vorsicht geboten. Natürlich gehört es auch zum gesunden Menschenverstand, dass man sich bei den typischen Symptomen nicht unter die Leute begibt und sich möglichst schnell testen lässt, um Gewissheit zu haben. Es sind heute wieder Regeln von der Regierung beschlossen worden. Regeln sind immer schwierig zu verstehen. Wir haben eine Verordnung erlassen, die nicht einfach zu lesen ist. Und es wird viele Fragen wieder geben. Aber am wichtigsten ist, dass man sich seiner Verantwortung bewusst ist, dass man weiterhin mit viel Disziplin die Hygienemaßnahmen und die Abstandsregeln einhält und dass man, wie gesagt, den gesunden Menschenverstand bei allem walten lässt, was man tut. Wir werden eine Kampagne, die für die Schulen derzeit gemacht wird, etwas ummodeln für auch die Erwachsenen, also nicht nur die Kinder. Und dort werden wir diese Hygienemaßnahmen und die Verhaltensregeln in einer anderen Form neu bewerben. Also sich die Hände waschen, Händehygiene, dass man in die Armbeuge hustet und niest, dass man Hände schütteln vermeidet und dass man Abstand hält. Und zuletzt auch bei Symptomen zu Hause bleibt und die Hotline anruft und sich möglichst schnell testen lässt. Dankeschön, das wäre es von meiner Seite gewesen. Ja, vielen Dank an den Gesundheitsminister und ich möchte auch im Namen der Regierung unterstreichen, dass diese Aussagen, dass diese Maßnahmen halt weiterhin sehr, sehr wichtig sind und möchte nun das Wort der Kulturministerin übergeben, die weitere Ausführungen zu den Veranstaltungen und zu den Lockerungen im Kulturbereich machen wird. Vielen Dank. Besten Dank, Daniel. Liebe Einwohnerinnen und Einwohner Liechtensteins, ein herzliches Grüß Gott auch von meiner Seite. Nachdem in einem ersten Lockerungsschritt im Kulturbereich die Museen, Bibliotheken und Archive am 15. Mai wieder ihre Tore für das Publikum öffnen durften, folgt nun ein nächster Schritt in Richtung Normalisierung des Kulturlebens. Ab dem 6. Juni sind private und öffentliche Veranstaltungen mit bis zu 300 Personen erlaubt. Dazu gehören etwa Familienanlässe, Konzerte, Theatervorstellungen oder auch Filmvorführungen. Aber auch politische und zivilgesellschaftliche Kundgebungen sind bis zu 300 Personen wieder erlaubt. Das heißt, Kinos, Theater und Konzerthäuser dürfen wieder für ihr Publikum öffnen. Die Kulturinstitutionen müssen jedoch ein Schutzkonzept haben. Es ist nämlich nach wie vor wichtig, wie bereits gesagt, dass das Übertragungsrisiko minimiert wird. Das heißt, Abstandsregeln und Hygienemaßnahmen sind zentral. Grundsätzlich sind die Institutionen selbst für ihr Schutzkonzept verantwortlich. Es gibt hierzu Musterkonzepte, die für Theater, Kino und Konzerthäuser angepasst werden können. In den vergangenen Tagen haben uns auch viele Fragen zum Thema Musik oder Gesangsproben erreicht. Gerne sage ich auch hierzu etwas. Auch Musikproben in Gruppen, wie etwa Proben der Harmoniemusiken, Guggenmusiken oder Orchester des Landes, sind ab dem 6. Juni wieder möglich. Zentral hierbei ist, dass die Hygieneregeln weiterhin eingehalten werden. Auch Chöre und Singgruppen dürfen unter Einhaltung der Hygieneregeln wieder proben. Es gibt unterschiedliche Ansichten, welche Rolle Gesang in Gruppen bei einer möglichen Ansteckung haben. Noch gibt es aber nicht genug Studien, die eine erhöhte Gefahr beim Singen belegen. Allerdings kann man schon davon ausgehen, dass beim Singen eine Tröpfcheninfektion schneller passieren kann, als wenn man beispielsweise ein Streichinstrument spielt. Ein sehr gutes und umfassendes Beispiel, welches allenfalls auch für Musikgruppen und Chöre herangezogen werden kann, bildet das Schutzkonzept des Schweizerischen Bühnenverbandes sowie des Verbandes des Schweizerischen Berufsorchesters, das online zur Verfügung steht.
Großveranstaltungen bleiben bis auf Weiteres verboten. Allerdings sind auch hier weitere Lockerungen angedacht. Der Schweizer Bundesrat wird am 24. Juni über das weitere Vorgehen bei Veranstaltungen mit bis zu 1'000 Personen und weitere Lockerungen beschließen. Liechtenstein wird sich wie bisher an der Schweiz orientieren. Großveranstaltungen mit mehr als 1'000 Personen bleiben bis am 31. August 2020 untersagt. Gerne sage ich abschließend noch kurz etwas zur Wirtschaftshilfe und zur Unterstützung allgemein im Kulturbereich. Verschiedene Kulturschaffende und Kulturveranstalter Liechtensteins haben sich mit einem Brief an die Regierung gewandt, um auf ihre Sorgen und die Herausforderungen im Kultursektor aufmerksam zu machen. Ich habe mich diese Woche mit Vertretern unterschiedlicher Kultursparten getroffen, um über die Kultur in Liechtenstein in dieser schwierigen Zeit zu diskutieren. Zudem ging es um die Wirtschaftshilfe, welche die Regierung als Nothilfe auch für Kulturschaffende eingesetzt hat, aber auch um andere Themen. Mir ist wichtig zu betonen, dass die Regierung gerade mit der Wirtschaftshilfe in akuter Notlage zu helfen versucht und diese Hilfe auch im Kulturbereich angenommen wurde. Allerdings ist nicht ausgeschlossen, dass Betroffene noch keinen Antrag für Wirtschaftshilfe gestellt oder sich über die Corona-Hotline gemeldet haben. Wir können helfen, wenn wir wissen, wo es fehlt. Bis heute haben sich beim Amt für Kultur rund 50 Personen, Kulturschaffende und Kulturinstitutionen gemeldet. Eingerechnet sind auch die Anträge, die zur Ausrichtung von Unterstützungsbeiträgen eingegangen sind. Es gibt einzelne Härtefälle, die individuell gelöst werden müssen. Hier sind wir dran. Die Regierung versucht, Antworten auf diese Fragen zu finden. Wir sehen die Herausforderungen und haben die Hilferufe aus dem Kulturbereich gehört. Wir bemühen uns um schnelle und zielführende Lösungen. Kurz ein paar Worte zur Justiz. Im Bereich Justiz nochmals der Hinweis auf den Bericht und Antrag betreffend die Abänderung des Gesetzes über Begleitmaßnahmen in der Verwaltung und Justiz im Zusammenhang mit dem Coronavirus, welchen die Regierung Anfang dieser Woche zuhanden des Landtags verabschiedet hat. Ziel ist es, das Gesetz den aktuellen Entwicklungen anzupassen. Am 8. April 2020 ist das genannte Gesetz in Kraft getreten, welches unter anderem den Betrieb der Gerichte und Behörde während der Covid-19-Pandemie regelt. Da einerseits dessen Geltungsdauer am 15. Juni abläuft und sich andererseits die Infektionszahlen in Liechtenstein positiv entwickeln, schlägt die Regierung entsprechende Gesetzesanpassungen vor. Während einige Maßnahmen aufgehoben werden können, behalten andere ihre Gültigkeit. Ein Schwerpunkt der Abänderung betrifft die Anhörungen und mündlichen Verhandlungen vor Gerichten und Verwaltungsbehörden, die in den vergangenen Wochen nur in dringlichen Fällen möglich waren. Ab Mitte Juni können sie unter Einhaltung der erforderlichen Schutzmaßnahmen wieder durchgeführt werden. Dabei solle aber nach wie vor die Option bestehen, diese Anhörungen und Verhandlungen mit Hilfe technischer Kommunikationsmittel ohne persönliche Anwesenheit der Betroffenen durchzuführen, sofern dem alle Betroffenen zustimmen. Weiterhin gilt die Bestimmung, dass in allen gerichtlichen und behördlichen Verfahren die Fristen und Rechtsmittelfristen auf Antrag erstreckt werden können. Ebenso sollen die kollegial besetzten Gerichte und Behörden weiterhin auch über die digitale Kommunikationswegen beraten und ihre Beschlüsse durch das Gegenzeichnen der Kollegialmitglieder schriftlich erreichen können. Auch die Einschränkungen bezüglich Besuche im Landesgefängnis werden im Rahmen der Gesetzesanpassungen nicht gelockert. Die Gesetzesvorlage sieht eine Geltungsdauer bis 15. September 2020 vor. Wie gesagt, der Landtag wird in der nächsten Landtagssession darüber beraten und entscheiden. Herzlichen Dank von meiner Seite. Passen Sie weiterhin gut auf sich auf und heben Sie sich Sorg, bitte. Danke. Ja, vielen Dank für die Ausführungen aus dem Bereich Kultur und Justiz. Ich möchte noch einige Ausführungen zum Bereich Wirtschaft und Sport machen.
In der Gastronomie, das heißt bei den Restaurants und Bars, werden ab dem 6. Juni die Beschränkungen der Gruppengrößen von 4 Personen aufgehoben. Das heißt, es können wieder mehr Personen gleichzeitig bewirtet werden. Die Konsumation erfolgt allerdings weiterhin sitzend und zwischen den Gästegruppen ist der bisherige Abstand einzuhalten. Im Sport ist es so, dass für Sportveranstaltungen die gleichen Regeln gelten wie für andere Veranstaltungen. Organisatoren von Sportaktivitäten, also Vereine und Betreiber von Sportanlagen, müssen Schutzkonzepte erarbeiten und diese umsetzen, wenn das noch nicht geschehen ist. Der Trainingsbetrieb für alle Sportarten ist ab dem 6. Juni ohne Einschränkung der Gruppengröße möglich. Für Sportaktivitäten, deren Durchführung einen dauernden engen Körperkontakt bedingt, sind Trainings aber nur in beständigen Teams zulässig. Ab dem 6. Juni fällt zudem das Verbot, die Umkleidekabinen und Duschen in Sportstätten zu nutzen. Dann möchte ich noch zum Bildungsbereich ausführen, dass die Bildungsministerin Dominik Hasler dann am Dienstag die Öffentlichkeit in einer Pressekonferenz informieren wird, was im Bildungsbereich dann ab dem 6. bzw. ab dem 8. Juni gelten wird. Mit dem 4. Lockerungsschritt innerhalb 5 Wochen kehrt eine gewisse Normalität in unsere Leben zurück. Bis auf große Veranstaltungen und Events und Sportanlässe mit großen Zuschauermengen ist vieles wieder möglich, wenn auch unter anderen Vorzeichen. Wir alle erhalten Freiheit zurück, mehr Spielräume für Menschen und Betriebe und im Gleichschritt auch mehr Planbarkeit. Dies eröffnet neue Perspektiven, vor allem auch in der Tourismus- und in der Eventbranche. Aktuell sehen wir keine Corona-Gefahr. Die Zahl der bestätigten Neuinfektionen ist seit Wochen null und hat sich durch die bisherigen Öffnungen von Ladenlokalen und Restaurants nicht erhöht. Und wir hoffen alle, dass das so bleibt. Jede und jeder Einzelne kann durch sein verantwortungsvolles Handeln dazu beitragen. Ja, jeder soll dazu beitragen. Etwas wird sich jedoch im Vergleich zu früher ändern. Abstand halten ist weiterhin die Devise. Desinfektionsmittel und Schutzmasken, wo nötig und empfohlen, werden künftig zum Alltag gehören. Auch die wirtschaftlichen Folgen werden uns in den nächsten Wochen und Monaten vielleicht sogar länger begleiten. Trotz der riesigen Herausforderungen für die Wirtschaft, für uns als Gesellschaft insgesamt, sollten wir zuversichtlich sein und alles daran setzen, dass wir diese Krise genauso gut meistern, wie wir die Pandemie durch einen gemeinsamen Effort bisherhin gemeistert haben. Die Rückkehr zur viel zitierten neuen Normalität bedeutet, dass nun die Wochen der Weichenstellung folgen für Betriebe und Geschäfte. Aufgrund der Krise und deren Auswirkungen werden einige die Geschäftsmodelle anpassen, neu ausrichten und innovative Ideen umsetzen müssen. Ebenfalls werden sich Unternehmen und Unternehmer auf die Nach-Corona-Zeit vorbereiten, also auf die Zeit, in welcher die staatlichen Unterstützungsmaßnahmen auslaufen. Wir sind aber nach wie vor in einem engen Austausch mit den Wirtschaftsverbänden, Branchenvertretern und auch den Gemeinden. Und wir werden für die am härtest getroffenen Unternehmen und Branchen auch für diese Phase nach der Öffnung am 27. April, nach der Öffnung des 15. Mai und auch nach der Öffnung am 8. Juni weiterhin bis mindestens Ende Juni Unterstützung anbieten. Vor diesem Hintergrund haben wir auch diese Woche verschiedene Gespräche geführt und mit dem Liechtenstein-Institut eine Befragung bei den Unternehmen durchgeführt. Dies ist ein klares Zeichen unserer Überzeugung und unseres Commitments, dass wir wissen wollen, was wie funktioniert und wo wir unterstützen können oder anpassen müssen. Ich habe in den vergangenen Wochen oft von der Intensivstation gesprochen, auf der sich viele Unternehmen befinden, nachdem sie behördlich geschlossen wurden. Diese Intensivstation konnten einige am 27. April, andere am 15. Mai und andere nun am 6. Juni verlassen. Nach der Intensivstation beginnt die Zeit der Reha, der Rehabilitation. Eine intensive Zeit für alle, indem man sich anstrengt und auf das Leben ohne Unterstützung vorbereitet. Aber auch in dieser Zeit müssen wir gemeinsam vorwärts gehen. Richten wir also den Blick nach vorne. Die Zukunft kann man am besten voraussagen, wenn man sie selbst gestaltet. Und das tun wir
alle gemeinsam. Ich wünsche Ihnen alle frohen Pfingsten, möglicherweise auch im Kreis der nun erweiterten Familie. Bleiben Sie gesund und heben Sorg. Ich möchte Sie nun einladen, die Fragen zu stellen. Gerade zum Thema Veranstaltungen. Es wurde jetzt gesagt, dass bis 300 Personen vorerst wieder Veranstaltungen, öffentliche Veranstaltungen erlaubt sind. In der Pressemitteilung steht hier, dass für Discos und Nachtclubs eine Begrenzung von 100 Personen gilt. Wie ist das bei Open-Air-Veranstaltungen, wenn die dann durchgeführt werden sollten? Bei Open-Air-Veranstaltungen gilt die 300er-Grenze. Ich möchte vielleicht dazu auch ausführen, es ist ja so, man muss sich vielleicht jetzt eben bei diesen 300 Leuten nicht das Konzert mit 300 Leuten, die ein Bier halten, vor der Bühne vorstellen, sondern eher Kulturveranstaltungen, die auch sitzend quasi durchgeführt werden. Und auch vor diesem Hintergrund war die Idee in Nachtclub und Discos halt eben zu schauen, dass nicht 300 Leute dicht gedrängt tanzend dann in diesen Lokalen aufzufinden sind. Vielleicht noch ein weiterer Zusatz zu dem bereits Gesagten. Bei den Konzerten kauft man sich ja ein Ticket und dann weiß der Veranstalter, wer wo sitzt. Bei der Diskothek ist das ein bisschen schwieriger nachvollziehbar, wer da wirklich rein und raus geht. Und das ist für uns natürlich schon auch wichtig, dass wir nachvollziehen können, wer wo gesessen ist und vielleicht auch, wie sich das verbreitet hätte, sollte es hoffentlich nicht wieder so weit kommen. Da noch zum anzuschließen an die Veranstaltungen, das mit den 1000 bis zu 1000 Personen ab Ende Juni, ist das bei uns auch absehbar effektiv? Also wir haben dazu keine Entscheidung gefällt noch. Das wird auch vom weiteren Verlauf des Infektionsgeschehens abhängen. Weitere Fragen? Ich habe als erstes eine Verständnisfrage. Der Gesundheitsminister hat davon gesprochen, dass ab dem kommenden Samstag weitere Lockerungen... Ja, alles, was wir jetzt gesagt haben, das gilt ab dem 6. Juni. Genau. Nicht ab heute, sondern ab dem kommenden Samstag, also morgen in einer Woche. Das wäre dann am... Der 6. Juni. Dann habe ich falsch geguckt. Stimmt. Ja. Hat sich das geklärt? Noch eine Frage zu den Schutzkonzepten der Veranstalter. Was müssen diese berücksichtigen? Also bei den Veranstaltungen mit bis zu 300 Personen, müssen da die Namen aller Teilnehmer erfasst werden? Nein, auf eine Erfassung der Namen verzichten wir. Die Schutzkonzepte beinhalten Maßnahmen, die eine Ansteckung möglichst verhindern sollen. Also, dass man Abstandsregeln einhalten kann, dass man Hygieneregeln einhalten kann und so weiter. Also die Dinge, die ich aufgezählt habe, diese 8 Punkte, dass die Leute informiert werden etc. Aber auf die Aufzeichnung von Namen verzichten wir. Dann noch eine Frage zu den Besuchsrechten in Altersheimen und Spitälern. Die wurden in der Schweiz gelockert. Wie sieht es hier in Liechtenstein aus? Wir haben sie auch gelockert. Es sind jetzt nicht mehr nur diese 2 Personen, die sich registrieren müssen und nur diese 2 dürfen einen Bewohner, eine Bewohnerin besuchen, sondern wir haben das geöffnet. Aber es bleibt dabei, dass man Masken tragen muss, Hände desinfizieren muss und das Treffen nur im Zimmer der Bewohnerin oder des Bewohners stattfinden darf. Also dass sich die Gäste nicht mischen und noch Kontakt haben mit anderen Bewohnern, mit denen sie, die sie eigentlich nicht besuchen wollen. Also wir haben dort eine Lockerung vorgenommen und die ist schon kommuniziert gegenüber den Altersheimen. Ja. Dann noch eine Frage an den Wirtschaftsminister. Habe ich das richtig verstanden? Sie haben gesagt, dass die Erwerbsausfälle und Kurzarbeitsentschädigungen über den Ende Mai hinaus weiterlaufen oder über Juni hinauslaufen. In der Schweiz wurden diese aufgehoben. Wieso geht man hier einen anderen Weg?
Ja, es ist so, dass grundsätzlich all die Unterstützungsmaßnahmen auf Ende Juni terminiert sind in Liechtenstein. Wir haben schon vor einigen Wochen kommuniziert, dass die Kurzarbeitsentschädigung bis Ende September, jetzt vorerst bis Ende September, quasi verlängert wird. Das hilft ja allen Unternehmen, die Mitarbeitenden in der Kurzarbeit haben. Bei den anderen und die Schweiz hat jetzt kommuniziert, dass sie gewisse Erleichterungen wieder zurücknehmen wird, also Anmeldefristen beispielsweise. Wir werden das nicht tun. Unser erleichtertes Regime gilt natürlich auch für die Verlängerung. Zudem hat die Schweiz kommuniziert, dass für quasi die Geschäftsführer, die ja auch unter die Kurzarbeit genommen wurden in der Schweiz, wir haben da ein anderes Modell, wir haben ja gesagt, da gibt es die Unterstützung für mittelbar Betroffene, diese 4.000 Franken, die wurde in der Schweiz jetzt quasi per Mitte Mai zurückgenommen. Bei uns läuft, wie angekündigt, diese Unterstützung bis Ende Juni. Also wir werden hier nicht kurzfristig etwas einschränken, sondern diese Maßnahmen sind aufrecht. Weitere Fragen? Gibt es für die Gastronomie eine Sperrstunde? Wird es in der Schweiz um Mitternacht oder in Österreich um 1 Uhr? Nein, wir haben auf die Einführung einer Sperrstunde verzichtet. Mhm, danke. Daniela. Jetzt wurde viel von Eigenverantwortung gesprochen und dass die Leute, also wie will man nachvollziehen, welche Leute vor Ort waren, welche Rolle spielen da Apps und mit wem will man da zusammenspannen? Also wir haben ja die zwei Schienen des Contact Tracing, also des Herausfindens, mit wem man zusammen war. Wichtig ist, die engen Kontakte der letzten 48 Stunden vor Ausbruch der Symptome zu kennen. Und da setzen wir beim, sagen wir, manuellen Contact Tracing auf das Erinnerungsvermögen der Personen, die erkrankt sind. Und die werden dann befragt, mit wem waren sie denn zusammen länger als eine Viertelstunde und näher als 2 Meter in den letzten 48 Stunden. Daneben wird es das elektronische Contact Tracing geben. Die entsprechende App wird im Moment getestet oder ist in einem Testmodus in der Schweiz. Und die wird auch bei uns dann herunterzuladen sein. Und es wird auch vielleicht weitere Apps geben. Also wir setzen auch auf dieses elektronische Contact Tracing, wissen aber, dass wir dort auf Arbeit angewiesen sind, die anderswo geleistet wird. Also wir haben selber nicht die Kapazität, Apps zu testen oder die technischen Möglichkeiten, die auch noch selbst zu betreuen. Was aber sichergestellt sein muss, ist der Datenschutz. Und dort beginnt das Problem. Wenn man eine App hat, die einen sehr, sehr guten Datenschutz hat, dann muss man sich über andere Sachen Gedanken machen, nämlich dass sich nicht jemand aus Jux als positiv bezeichnen kann in der App, um seine Freunde zu erschrecken. Und das ist sehr wichtig, dass dieser Teil der App eben auch genau reguliert ist, nämlich dass sich jemand nur als positiv bezeichnen kann, also als erkrankt in der App, der auch ein entsprechendes, sagen wir, ja, Siegel vom Amt hat. Und an diesen Dingen arbeiten wir derzeit, dass das Amt für Gesundheit eben auch offiziell bestätigen kann, dass eine Person erkrankt ist und diese Person das dann auf technisch einfache Art ihrem Handy beibringen kann, sodass dort nur Personen sich als erkrankt bezeichnen können, die auch tatsächlich erkrankt sind und nicht nur einfach aus Jux. Wäre das möglich, das aus Jux zu machen, dann wäre natürlich die ganze App wertlos. Und eben das ist die Konsequenz eines sehr guten Datenschutzes. Man kann nicht zurückverfolgen, wer sich als positiv gemeldet hat, aber man muss sicherstellen, dass diejenigen Personen, die sich als positiv melden beim eigenen Handy, es auch wirklich sind. Bezüglich App war man ja auch im Gespräch mit einem deutschen Unternehmen. Orientiert man sich jetzt doch mehr an der Schweiz? Also wir müssen uns an mehreren Dingen orientieren. Damit wir eine App vernünftig nutzen können, muss es möglich sein, Personen aus der Schweiz, aus Liechtenstein und auch aus Österreich, dass die Apps haben, die miteinander kommunizieren können. Weil sonst funktioniert das nicht. Wir haben 22.000 Grenzgänger
Grund die Hälfte aus der Schweiz, die andere Hälfte aus Österreich. Und das muss funktionieren, auch mit denen. Also braucht es für diese Apps eine zugrunde liegende gemeinsame technologische Basis. Und die App, von der eben die Rede war, mit dem Unternehmen, dem wir im Gespräch sind, die nutzen dieselbe technologische Basis wie die App in der Schweiz. Also es wäre möglich, wenn diese beiden Apps gut funktionieren, dass diese beide parallel verwendet werden können, jeder nach seinem Gusto. Und es sollte dann auch eine App in Österreich geben, die dann eben auch auf dieser technologischen Basis beruht, damit das sinnvoll miteinander kommunizieren kann. Dann hat Marcel Tanner von der Schweizer Taskforce vor kurzem gesagt, dass er nicht mit einer flächendeckenden zweiten Welle rechnet. Wie sehen Sie das? Es gibt immer Dinge, wenn man die wüsste, dann wäre man ungeheuer reich, wenn man Börsengeschäfte machen würde. Also Prognosen, ich verlasse mich nicht auf derartige Prognosen, weil es immer zu jedem Experten auch noch einen Gegenexperten gibt. Alles, was wir tun können, ist zu kämpfen dort, wo wir kämpfen können. Und das ist im Inland. Und wir können hier dafür sorgen, dass wir möglichst Verhältnisse schaffen, die, wo auch immer dieses Virus wieder auftaucht, dass es sich nicht schnell und nicht weit verbreiten kann. Das ist alles, was wir tun können. Ich bin überzeugt, wenn wir sehr diszipliniert sind und mit gesundem Menschenverstand dahinter gehen, dass wir einige Herde wieder haben werden, einige Ausbrüche wieder sehen werden, aber nicht den großen exponentiellen Anstieg. Aber das erfordert eben Disziplin und das hängt von uns allen ab. Wenn wir die Vergangenheit anschauen, man muss kein Wissenschaftler sein, um das zu sehen, dann waren es fast immer große Veranstaltungen mit einigen Erkrankten, die dann eben die exponentielle Welle getriggert haben. Jüngstes Beispiel, Gottesdienst in Frankfurt. Zuerst waren es mal 40, die sich da infiziert haben. Jetzt sprechen wir schon von 200 und morgen werden es noch mehr sein. Also eine Veranstaltung kann ziemlich viel auslösen und deshalb müssen wir sehr, sehr vorsichtig sein. Und ich bin überzeugt, dass dieser Ausbruch da in dieser Kirche in Frankfurt in den Griff bekommen werden wird. Aber es ist eben schon, zum Beispiel für uns, werden 200 Ansteckungen in so kurzer Zeit doch eben ein ziemliches Problem. Man muss vielleicht auch ergänzen, es ist ja auch immer wichtig, in welchem Zusammenhang solche Aussagen gemacht werden. Und der Herr Tanner hat das ja im Zusammenhang gesagt, dass wenn wir uns quasi an diese Maßnahmen halten, die im Moment gelten, dann geht er davon aus, dass eine flächendeckende Ausbreitung eben quasi verhindert werden kann. Und nicht, wenn wir gar nichts mehr tun, dann hätten wir natürlich das Risiko wieder. Und insofern hoffen wir natürlich alle, dass es so ist, wie er sagt, wenn wir uns daran halten, dass diese flächendeckende Ausbreitung natürlich vermieden werden kann. Und wir müssen uns bewusst sein, mit den heutigen Entscheiden der Regierung gehen wir Risiken ein. Wir erhöhen das Risikoniveau. Und dazu kommt noch, dass man reisen wird im Sommer. Das wird weiter das Risiko erhöhen. Das heißt, wir begeben uns in einen Zustand, in dem wir doppelt wachsam sein müssen. Weitere Fragen? Zum Thema Kurzarbeitsentschädigung. Ja. Da haben wir ja gehört jetzt schon, dass die Casinos definitiv etwas erhalten haben, andere sicher auch, aber bei denen wurde es jetzt konkret auch öffentlich genannt von Ihnen. Bei Gastronomen hingegen gibt es solche, die sagen, ja, sie warten immer noch. Können Sie da vielleicht schildern, wie da die Reihenfolge quasi der Abarbeitung ist? Waren da jetzt einfach die einen Betriebe, zum Beispiel die Casinos, einfach schneller beim Antrag ausfüllen? Ja, kann ich gerne etwas dazu sagen. Ich weiß nicht und ich habe, glaube ich, auch keine Aussage gemacht, ob schon ausbezahlt wurde. Die Frage ist, bekommen Casinos grundsätzlich Kurzarbeitsentschädigung? Meine Antwort damals war ja, sie sind kurzarbeitsberechtigt, sie sind ja auch behördlich geschlossen also, und sind betroffen. Zum Thema der Abarbeitung oder auch zum Stand, wie es da steht, wir haben gerade heute einen Bericht, quasi so einen Zwischenbericht verabschiedet, der dem Landtag zugehen wird und der am Mittwoch auch besprochen wird, wo auch einfach ein bisschen mehr Datenmaterial dann drin ist. Da möchte ich jetzt nicht zu sehr vorgreifen. Zur Abarbeitung ist es so, das ist wichtig vielleicht zu beleuchten. Es gab das Erste und was Priorität
behandelt wurden, waren diese Unterstützungsbeiträge für Einzel- und Kleinstbetriebe. Diese 1.000 Franken waren es noch im März und dann 4.000 für den April. Das waren diese, die man behördlich geschlossen hat, diese Kleinstbetriebe. Da musste man schauen, dass die möglichst schnell Geld bekommen. Und deshalb war der Fokus am Anfang ganz klar dort drauf. Bei der Kurzarbeit ist es ja so, die Kurzarbeit, da muss man sich anmelden, dass man Leute in Kurzarbeit schickt. Und wir haben letzte Woche auch in der Zeitung gelesen, dass 11.000 Leute in Kurzarbeit wären. Diese Aussage ist so nicht ganz richtig. Es sind 11.000 Leute angemeldet. Wie viele das denn effektiv quasi in Kurzarbeit geschickt wurden und in welchem Umfang, das wissen wir erst, wenn dann später die Kurzarbeitsentschädigung abgerechnet wird. Man kann bis 3 Monate später die Kurzarbeit abrechnen. Also man kann auch Ende Juni noch für April beispielsweise die Kurzarbeit abrechnen. Wir wissen also heute im Amt und auch wir nicht, wie viele quasi Leute wirklich im März, April in Kurzarbeit waren und wie hoch diese Werte dann sind. Die Betriebskostenzuschüsse werden auf der Kurzarbeit dann berechnet. Das heißt, erst wenn die Kurzarbeit dann von den Betrieben abgerechnet ist, dann kommt obendrauf der Betriebskostenzuschuss. Und insofern ist es heute ganz schwierig zu sagen, wo wir da stehen. Eben, wir wissen schon, wo wir genau stehen, aber wir wissen nicht, was vielleicht noch rückwirkend kommt. Und wenn es jetzt darum geht, wie wird das abgearbeitet? Dann wird das vorne zu abgearbeitet. Aber wenn jemand natürlich noch keine Kurzarbeit abgerechnet hat, dann kann sie auch noch nicht ausbezahlt worden sein. Und deshalb ist es ein bisschen schwierig. Es wird nicht priorisiert nach groß, klein oder irgendwas. Es wurde priorisiert nach Härtefällen. Das war uns wirklich das Allerwichtigste am Anfang. Und ich habe Kenntnis von gewissen Betrieben, die mittelbar betroffen waren, die sich auch gemeldet haben, dass sie noch nichts bekommen haben. Und mittelbar betroffen heißt, die waren immer geöffnet in dieser Phase. Also deshalb hatten die nicht die gleich hohe Priorität wie die natürlich geschlossen wurden. Das ist vielleicht eine bisschen ausführliche Erklärung, aber es ist mir wichtig, darauf einzugehen, weil da immer wieder Fragen kommen, wie wird denn das gemacht? Und weil auch nicht jeder ein Kurzarbeitsexperte ist, ich war es auch nicht bis vor 2 Monaten, ist das einfach auch wichtig, das zu verstehen, wie die Mechanismen funktionieren. Weil es ist ja jetzt so, dass es gibt Gastronomen, die sagen, wenn die Gemeinde zum Beispiel nicht gewesen wäre, in der die da ihren Betrieb führen, dann wären sie heute schon pleite, weil eben das Geld noch nicht gekommen sei. Was denn natürlich im Einzelfall genau passiert ist oder woran das liegt, das ist dahingestellt. Aber dann, was sagen Sie diesen? Also können Sie da sagen, es wird jetzt, können Sie da einen Zeitrahmen nennen, wie lange das noch dauert? Also dazu ist zu sagen, wenn das Geld noch nicht gekommen ist, das war jetzt ja Ihre Aussage. Wir haben ganz zu Beginn und gerade aus diesem Grund, weil wir wussten, dass die Kurzarbeit ja immer erst im Nachgang quasi eingereicht werden kann, also immer erst nach dem Monat weiß man ja, wie viel man gearbeitet hat, haben wir diese Kredite, diese Überbrückungskredite am 23. April aufgeschaltet und dadurch sollte die Liquidität zugeführt werden. Dann haben wir angeboten, die AHV nicht bezahlen zu müssen, also zu Stunden später bezahlen zu müssen und die Mehrwertsteuerrechnungen zu Stunden, also dass Liquidität in den Firmen bleibt. Insofern war es uns wichtig, Liquidität drin zu behalten. Und dann ist es wichtig, dass man es eben auch abrechnet. Das ist sicher der andere Fokus, den man eben haben muss. Und die Aussage, die Sie jetzt getätigt haben, dass man auf die Gemeinden angewiesen war, die Gemeinden haben ja dort unterstützt, wo allenfalls Betriebe eben nicht von den staatlichen Maßnahmen berücksichtigt wurden. Ich kann ein Beispiel machen. Wenn beispielsweise ein Betrieb vielleicht investiert hat, aber seine Betriebstätigkeit erst im März aufnehmen wollte oder vielleicht auch die ersten 2 Wochen im März aufgenommen hat, dann bei uns war der Anspruch quasi für alle Betriebe, die vor dem März quasi berechtigt gewesen waren. Und es gibt solche Betriebe, die genau dort hineinfallen und dort haben einzelne Gemeinden dann unterstützt. Wir hatten diese Woche auch Gespräche mit den Gemeinden und wir werden weiterhin im Gespräch bleiben, damit wir schauen können, dass für solche Konstellationen, die nicht quasi, die wir nicht im Kopf hatten, jetzt auch Lösungen noch gefunden werden können. Wo wir sagen, der Anspruch wäre schon da, aber sie fallen vielleicht durchs Raster. Ich möchte aber auch betonen, das sind nicht viele, es sind sehr wenige. Weitere Fragen? Ich habe noch eine Frage zu den Hallenbädern und
Freibädern. Sind diese rein für sportliche Aktivitäten wieder geöffnet oder sind auch die Liegewiesen im Sommer wieder nutzbar? Die werden komplett wieder geöffnet, müssen natürlich auch über ein Schutzkonzept verfügen und sind in der Benutzung frei. Also das, was man in der Zeitung gelesen hat von anderswo, dass man nicht planschen darf, nur schwimmen, das gilt bei uns nicht. Wenn sie geöffnet sind, sind sie geöffnet für jedermann, für das Publikum, aber eben, sie müssen sich auch über Schutzkonzepte Gedanken machen und auch diese Schutzkonzepte umsetzen. Gibt es weitere Fragen? Ja, konkret noch Ferienlager für Kinder, also namentlich zum Beispiel das Caritas-Ferienlager in Malbun. Wird das stattfinden? Ja, es darf stattfinden. Ob es stattfinden wird, weiß ich nicht, weil es organisatorisch natürlich auch einen gewissen Vorlauf braucht. Und es ist wie viele Veranstaltungen, die vielleicht stattfinden könnten jetzt im Juni, wurden schon im Vornherein abgesagt. Und so weiß ich nicht, ob eine Veranstaltung dann konkret stattfindet oder nicht. Das hängt von den Organisatoren ab. Oder wenn die Organisatoren jetzt diese Nachrichten dann lesen oder hören, dann werden sie sich Gedanken machen, ob sie Dinge, die sie schon abgesagt haben, doch wieder durchführen. Ich möchte auch da betonen, für den Veranstaltungsbereich gibt es ja auch wirtschaftliche Hilfen, also auch für solche Sachen. Und da haben wir auch gesagt, diese bleiben natürlich jetzt auch mal vorerst bis Ende Juni aufrecht, wenn jetzt jemand schon abgesagt hat. Und jetzt könnte er doch dann im Juni diese Veranstaltung durchführen, dann soll da natürlich auch unterstützt werden können. Weitere Fragen? Ich habe noch eine Leserfrage, und zwar gibt es Länderempfehlungen für die Sommerferien? Liechtenstein. Ganz genau. Also. Für Liechtensteiner. Vielen Dank. Ja, viele beschäftigt natürlich die Frage genau, ob, wohin und wie im Sommer verreist werden kann oder darf. Dazu kann ich nur sagen, dass ich eigentlich keine einigermaßen zuverlässigen Aussagen machen kann. Denn Grenzöffnungen fallen nicht in meine Zuständigkeit und Reisewarnungen bzw. Hinweise geben wir selbst nicht heraus. Zudem werden Reisehinweise bzw. Warnungen nur nach und nach gelockert, jedenfalls in Europa. Und das haben wir jetzt ja schrittweise auch teilweise gesehen. Da gibt es verschiedene Länder, die verschiedene Argumente haben und ihren eigenen Weg gehen. Wenn man etwas dazu sagen kann, das wird dann zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen, wenn wirklich mehr Klarheit besteht. Aber auch ich unterstütze, was unser Wirtschaftsminister eben gesagt hat. Reisen, bleiben Sie in Liechtenstein. Es ist wunderschön hier bei uns im Land. Und man sieht die Natur, die Sonne, das Wetter ist schön. Also genießen Sie es hier. Es gibt ganz viele Möglichkeiten in unserem eigenen Land. Und der Tourismus hier, die Geschäfte, die werden Ihnen danken. Vielen Dank. Ja, ich möchte das nochmal unterstreichen. Es ist wirklich so, ich meine, die beste Wirtschaftsförderung, die beste Wirtschaftshilfe ist die, wenn wir das Geld, was wir jetzt nicht ausgeben konnten, die letzten zwei Monate, wenn wir das jetzt eben auch ausgeben, wenn wir vernünftig zwar, aber halt eben auch unsere Gastronomie, unsere lokalen Geschäfte unterstützen, das hilft am allermeisten und da stehen wir dann eben auch zusammen. Weitere Fragen? Noch eine Leserfrage, und zwar gibt es eine Personenbegrenzung in den Casinos? Für die Casinos gilt das Gleiche wie für alles andere auch. Und natürlich müssen auch die Casinos Schutzkonzepte vorlegen, die natürlich auch kontrolliert werden. Bezüglich der Chor- und Musikproben, wie kann man sich das jetzt genau vorstellen? Muss man da im Chor 1 bis 2 Meter Abstand halten, damit man sich nicht anspuckt beim Singen? Ja, das ist eine sehr schwierige Frage. Oft geht es nicht. Der Chor lebt davon, dass die Menschen relativ nahe beieinander stehen. Aber sie sollten natürlich versuchen, sofern es der Raum zulässt, in dem sie proben, natürlich die Abstände so einzuhalten, dass gerade direkte Partikel, die halt beim Singen, und das ist leider unvermeidlich, man sieht sie ja selbst, wenn man singt, dass die Partikel, die aus dem Mund entweichen, dass die nicht den Nachbarn treffen. Das ist wahrscheinlich das Wichtigste. Und dazu ist vielleicht noch anzufügen, Hygienemaßnahmen sind da natürlich im Vordergrund.
Dann haben wir ja heute schon gehört, dass die Besuchsbeschränkungen in den Altersheimen gelockert wurden. Im Gefängnis dagegen gibt es weiterhin nur den telefonischen Kontakt, soweit ich weiß. Gibt es da auch Lockerungen? Nein, vorerst nicht. Das wird der Landtag aber entscheiden, denn das Gesetz läuft ja, wie bereits gesagt, am 15. Juni aus und deshalb kommt das jetzt im Juni-Landtag wieder zur Sprache. Beim Gefängnis ist es einfach so, es wäre fatal, wenn das Virus ins Gefängnis reinkommen würde. Und da haben wir wirklich gesagt, weiterhin sind Besuche möglich, aber im Glasscheibenhaus. Und das ist bis jetzt so, es gibt einfach eine Glasscheibe dazwischen. Das war bisher jetzt auch so gemacht worden und selbstverständlich auch übers Telefon ist auch möglich, ja. Warum wäre das fatal? Also im Altersheim wäre es ja noch viel schlimmer, weil das ist ja die Risikogruppe. Ja gut, wenn man bedenkt, dass man dann das Spital auch entsprechend anpassen müsste. Und das ist doch ein bisschen eine andere Situation im Gefängnis, würde ich sagen. Ja, weil die Personen sind ja eines Grundes dort. Ja, gerne. Noch zum Juni-Landtag. Im Mai-Landtag wurde irgendwo mal angesprochen, dass es eventuell noch einen B und A dann für die Wirtschaft geben wird. Das fällt jetzt weg, nehme ich an, vorerst. Genau, wir haben den Landtag letzte Woche per Schreiben informiert, dass es nicht notwendig sein wird, für den Juni einen weiteren Finanzbedarf oder Finanzbeschlüsse zu fällen und haben deshalb eben jetzt ein Reporting auch erstellt, wie ich es vorhin gesagt habe, und dem Landtag zugestellt, damit der Landtag auch transparent informiert ist, wo wir da stehen. Alle unsere Prognosen und Berechnungen im Moment zeigen, dass wir sicher bis zum September Landtag quasi so durchkommen werden, ohne weitere Finanzbeschlüsse. Deshalb haben wir logischerweise dann darauf verzichtet. Dann noch zum Thema Tests. Können Sie da noch ausführen, wie viel jetzt in den letzten Tagen getestet wurden oder auch wie sich die Anrufe bei der Hotline entwickelt haben und vor allem auch, ob die Testanlage in der Tiefgarage in Vaduz oder in der Marktplatzgarage so beibehalten wird? Also wir haben insgesamt etwas mehr als 2000 Tests durchgeführt mittlerweile. Dazu kommen noch die 500 Personen in den Alters- und Pflegeheimen und auch bei der Familienhilfe, die wöchentlich getestet werden. Also es wurden schon einige tausend Tests durchgeführt. Die Anrufe bei der Hotline sind zurückgegangen. Sie gehen fast wöchentlich nochmals etwas zurück. Es sind noch vielleicht höchstens ein paar Dutzend pro Tag. Getestet wird sehr unterschiedlich. Es sind mal null. Und mal sind es 5, mal sind es auch 18, mal sind es auch 40 gewesen. Was wir feststellen ist, dass es sich irgendwie so wie das Auffahrtswochenende, da lief fast nichts und am Montag kam dann ein Schwall. Also es ist recht unterschiedlich. Die Zahlen sind sehr klein und wir fragen uns schon, wie lange wir diese Testanlage noch aufrecht erhalten möchten oder können. Aber sie ist eben sehr praktisch. Wir haben dort eine Situation, in der die Patienten oder die mutmaßlich Infizierten, in ihrem eigenen Auto bleiben. Wenn wir das anders machen wollten und zum Beispiel sagen, ja, es gibt eine Arztpraxis, die macht das, dann muss man dort Vorkehrungen treffen, wie die Leute dann im Wartezimmer sich verhalten, wo sie warten, wie sie warten. Und da ist halt einfach das eigene Auto eine sehr praktische und hygienische Möglichkeit, Ansteckungen während des Testens zu vermeiden. Und eine Zeit lang lassen wir es jetzt noch stehen und wir müssen uns schon langsam überlegen, wie können wir eine neue Situation schaffen, die ähnlich sicher ist und auch ihren Zweck erfüllt. Weil es ist wichtig, im Hinblick darauf, dass es wieder lokale Ausbrüche geben könnte, das Testen sofort zur Verfügung zu haben. Nicht, dass wir zuerst wieder Tage verlieren, um wieder die Kapazitäten herzustellen. Es ist wichtig, jetzt diese Vorhalteleistung zu haben, zumindest noch eine Zeit lang. Die Exporte sind im April um 45% eingebrochen. Ist damit der Tiefpunkt erreicht oder muss man damit rechnen, dass das noch so weitergeht?
Ja, ich halte es da mit dem Gesundheitsminister. Wenn ich das wissen würde, würde ich Aktien kaufen. Nein, also wir gehen davon aus, dass es natürlich nachhaltig in gewissen Branchen diese Effekte haben wird. Und es gibt verschiedene Prognosen, wie rasch sich welche Bereiche erholen werden. Wir haben eben gerade auch, weil wir wussten, Ende Juni ist sicher noch zu früh, eben die Kurzarbeit jetzt mal bis Ende September verlängert. Wir sind aber auch bereit, das noch weiter nach hinten zu setzen, wenn gewisse Branchen eben weiterhin Anspruch davon haben müssen. Aber wann der Tiefpunkt erreicht ist und wie das ausschaut, das ist schwierig zu sagen. Wir können vielleicht schon ausführen, dass die Diversifikation unseres Wirtschaftsstandortes auch in dieser Krise sich bislang als großer Vorteil zeigt. Wir sehen beispielsweise auf dem Finanzplatz nur wenig Bewegung in die falsche Richtung. Und das war vor 10 Jahren natürlich genau andersherum. Also wir sehen, dass diese Diversifikation natürlich auch in dieser Krise jedenfalls bislang hilft, und wir hoffen, dass das weiterhin so ist. Wenn keine weiteren Fragen mehr sind, möchte ich mich herzlich bedanken für die Aufmerksamkeit und auch für die Berichterstattung morgen, und auch den Zusehern und Hörern an den Bildschirmen möchte ich jetzt ein schönes Wochenende wünschen und Zuversicht, dass wir weiterhin gut durch diese Krise auch kommen. Und wie wir es heute auch gesagt haben, bleiben wir vernünftig und heben Sorge. Vielen Dank.